Der Winter 2012-2013 hat so schön begonnen, dann aber stark nachgelassen, sodass die Verantwortlichen in den meisten Skigebieten im Bayerischen Wald mittlerweile schön langsam am Verzweifeln sind. Und ein Ende dieser Warmwetterphase ist derzeit noch nicht absehbar. Doch ob man es glaubt oder nicht, an einigen Orten ist tatsächlich noch Wintersport möglich. Revision im Strohballenmord eingelegt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird sich zum zweiten Mal mit der Bluttat befassen. Medienberichten zufolge hat der 33-jährige Verurteilte aus Straubing durch seinen Verteidiger Michael Heitzmann Revision einlegen lassen. Am 21. Dezember hatte das Landgericht Regensburg den Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seinen Onkel im Februar 2007 aus Habgier erdrosselt hatte. Der Vorstand des Donau-Isar-Klinikums arbeitet weiterhin an der Sicherstellung der gynäkologischen Abteilung in Landau. Die Kündigung zweier Gynäkologen sei zwar bedauerlich, so Klinikchefin Dr. Inge Wolf, man werde aber mit Hochdruck neue Ärzte für das MVZ und Belegärzte für das Klinikum suchen. Der Arbeitsvertrag der beiden Gynäkologen läuft bis zum 31. März 2013. Ballett in Niederbayern, von vielen belächelt und doch ist diese Sportart extrem fordernd. Für die perfekte Choreografie bedarf es einer jahrelangen Schule und genau so eine befindet sich in Eggenfelden, Landau an der Isar und seit kurzem auch in Straubing. Doch nicht nur Ballett wird dort angeboten, auch das aus zahlreichen Filmen bekannte Irish Dancing kann dort erlernt werden.